Ich habe doch noch ein paar Fragen zu Brandschutzklappen, die Sie mir vielleicht beantworten könnten. Ja? Ich habe da auch ein paar Fragen dazu. Ich höre gerne zu. Bitte. Sind Ihre Brandschutzklappen wirklich wartungsfrei? Ja, das mit dem Thema Wartungsfreiheit, das ist ein Thema, was mich eigentlich schon die 10 Jahre meines Berufslebens hier bei Trox begleitet. Aber vielleicht gehen wir einmal rüber zur Brandschutzklappe, da ist etwas einfacher, das zu erklären. Gerne. Was bedeutet eigentlich Wartungsfreiheit und was schreibt der Gesetzgeber vor? Im Wesentlichen geht es sich um die Normen und Richtlinien nach der EN 13306 bzw. nach der DIN 31051, in deren die Wartung unter dem Oberbegriff der Instandhaltung beschrieben ist. Aber neben der Wartung ist noch die Inspektion, Instandsetzung und Verbesserung aufgeführt. Die Wartung wird dabei beschrieben als Maßnahme zur Verzögerung des Abbaus des vorhandenen Abnutzungsvorrates. Sehr kompliziert. Muss ich das verstehen? Ich gebe zu, das ist nicht ganz einfach zu verstehen, aber stellen Sie sich zum Beispiel ein Auto vor. Da stellt das Öl den Abnutzungsvorrat des Getriebes sicher. Bei typischen Brandschutzklappen gibt es sowas aber nicht. Grundsätzlich sagt der Gesetzgeber, dass eine einmal jährliche Instandhaltung von Brandschutzklappen vorgeschrieben ist. Per dieser Definition sind 99 von 100 Brandschutzklappen also wartungsfrei. Jetzt könnte man denken, juhu, ich muss keine Brandschutzklappe mehr warten, ich muss nicht mehr ran, Wartungsfehler tauchen nicht auf, aber dem ist nicht so. Heißt das, dass ich dann nicht mehr an die Klappe muss, so nach dem Motto einbauen und vergessen? Ein ganz klares Nein. Dazu brauchen wir uns nur mit der Inspektion unter der Instandhaltung zu beschäftigen. Hier hat der Gesetzgeber über die Bauordnung und dort über den Bezug auf die technischen Baubestimmungen die Intervalle klar geregelt. Über die laufenden gesetzlichen Anpassungen bezüglich unserer Bauordnung werden die technischen Baubestimmungen in bekannter Art wegfallen. Im Nachfolgedokument ist die übliche Intervallregelung von einmal pro Halbjahr bzw. wenn zwei aufeinanderfolgende Prüfungen ohne Beanstandung durchgeführt wurden, einmal pro Jahr übernommen worden. Ich muss also doch zur Wartung an die Brandschutzklappe ran? Sie müssen nicht zur Wartung ran, sondern zur Instandhaltung. Und die Instandhaltung umfasst die Wartung, Inspektion, Instandsetzung und Verbesserung. Kann ich nichts verbessern, muss ich das auch nicht tun. Kann ich nichts warten, muss ich das auch nicht machen. Wenn alles funktioniert, muss ich auch nichts instand setzen. Inspizieren muss ich ja immer. Inspektion heißt Maßnahme zur Feststellung des Ist-Zustandes und dem Ableiten der notwendigen Konsequenzen für eine weitere Nutzung. Es darf also keine Brandschutzklappe geben, die man nicht im Blick hat. Das werden Ihnen auch andere Brandschutzklappenhersteller bestätigen. Das heißt, der Begriff Wartungsfreiheit suggeriert, dass ich nicht mehr an die Brandschutzklappe ran muss. Muss ich aber doch, weil sie regelmäßig inspiziert werden muss. Richtig. Eine Brandschutzklappe nach dem Motto einbauen und vergessen kann es nicht geben. Und was ist, wenn ich nicht regelmäßig inspiziere? Dann geht das Haftungsrisiko zu den vollen Lasten des Betreibers, der seiner Instandhaltungspflicht nicht nachgekommen ist. Wie inspiziere ich beispielsweise diese Brandschutzklappe? Dazu haben wir bei unseren eckigen Brandschutzklappen 2 Inspektionsöffnungen vorgesehen. Dies dem Betreiber deutlich erleichtert, diese regelmäßige Inspektion auch durchzuführen. Bei der Inspektion überprüfen Sie unter anderem die innenliegenden Bauteile, wie zum Beispiel Lamelle und die offenliegende und damit sichtbare und seit über 30 Jahren bewährte robuste Mechanik. Im Ergebnis haben wir durch die leichten Inspektionsmöglichkeiten für den Kunden ein einfaches, robustes und sicheres Produkt. Konnte ich damit Ihre Fragen beantworten? Also ich habe verstanden, Brandschutzklappen sind wartungsfrei, aber eine Inspektion muss ich durchführen. Also einbauen und vergessen gibt es nicht. Ja, genau. Das ist soweit richtig. Das würde ich so unterschreiben, ja. Prima. Dankeschön. Vielen Dank nochmal. Schönen Tag noch. Schönen Tag noch. Tschüss.